Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video frittieren wir Grundeln in Bierteig. Die Zutaten für den Teig wären 125 ml Bier, 125 Gramm Mehl, 2 Eier, die bitte trennen in Eigelb und Eiweiß, 40 Gramm Butter, Pfeffer und Salz. Die Zutaten und die Mengenangabe werde ich euch unten in der Infobox nochmal auflisten, dass ihr es gemütlich nachlesen könnt. Als erstes nehmen wir unsere 125 Gramm Mehl und vermengen das mit den 125 Milliliter Bier. Das Ganze gut durchrühren, bis es eine cremige Konsistenz erreicht hat, und geben die 2 Eigelb hinzu. Verrühren das Ganze weiter, bis das Ganze schön verrührt ist. Jetzt könnt ihr natürlich noch nach eigenem Ermessen etwas Salz und Pfeffer hinzugeben, dass der ganze Teig noch etwas Geschmack bekommt. Ihr könnt natürlich jederzeit auch das Rezept etwas abändern mit Gewürzen, die für euch am besten sind und euch am besten schmecken. Zwischendurch möchte ich euch danken für die zahlreichen Abonnenten. Ihr spornt mich immer wieder an, neue Videos hochzuladen. Warum hier auf dem Kanal etwas breit gefächerte verschiedene Videos entstehen, werde ich später im Video hier nochmal drauf eingehen. Zunächst wollen wir jetzt aber noch das Eiweiß zu Schaum schlagen. Ihr rührt es so lange, bis es eine Schaumkonsistenz erreicht hat. Unten in die Infobox werde ich euch auch nochmal das andere Video verlinken, wie ich Grundeln genießbar gemacht habe, indem wir sie einfach eingelegt haben. Dadurch haben sich dann die Gräten sehr gut aufgelöst und man konnte kleine Grundeln komplett schnabulieren und etwas größere hat man einfach nur die Mittelgräte entfernt. Dazu möchte ich noch kurz anmerken, dass dieses Frittieren nicht die Gräten auflöst. Das heißt, ihr müsst beim Essen dann aufpassen, dass ihr keine Gräten aus Versehen verschluckt. Diese bitte vorher rauslösen. Das geht aus frittierte Grundeln sehr gut. Man muss sie nur aufklappen und die Gräten tun sich dann gut ablösen lassen. Geschmacklich sind sie dann übrigens sehr lecker, nur man sollte halt die Gräten schön rauslösen, dass man sowas nicht aus Versehen im Hals stecken bleibt. Aber geschmacklich sehr lecker das Ganze, nicht so säuerlich wie wenn man sie einlegen. Jetzt haben wir den Eiweißschaum fertig, stellen ihn kurz beiseite und gehen wieder zum Teig über. Wir mischen jetzt die 40 Gramm Butter in unser Teiggemisch rein. Diese Butter einfach ein bisschen im Warmen stehen lassen, dass sie etwas weicher wird und ihr sie schön unterrühren könnt. Während wir jetzt hier die Butter einrühren, möchte ich nochmal zurückkommen, warum hier auf diesem Kanal so viele verschiedene Videos hochgeladen werden und nicht nur ein Thema. Also, mich persönlich langweilt es etwas, wenn ich auf einem YouTube-Kanal nur ein Thema wiederfinde. Also nur ein Thema auf einem Kanal. Wenn ich jetzt einen Kanal verfolge und dieser YouTuber immer nur zum Beispiel Tanzvideos hochlädt. Der YouTuber macht 365 Tage im Jahr nur Tanzvideos. Dann langweilt es mich persönlich etwas. Und da dieser Kanal nicht so langweilig werden soll, versuche ich halt alle Themen mit reinzubringen, die momentan hauptsächlich, sagen wir mal, meine Hobbys oder mein Leben begleiten.
Natürlich war dieser Kanal hier hauptsächlich ein Geldverdienkanal und es sollten ursprünglich nur Videos entstehen, wie man im Internet Geld verdient oder wie man Geld sparen kann. Ich möchte aber nicht nur bei diesem einen Thema bleiben. Kurzer Schwenk. Ihr seht jetzt, dass wir hier den Eichhaum jetzt unterheben. Wir heben diesen Eichhaum in den Bierteig drunter. Okay. Also, dieser Kanal wird natürlich weiterhin Geldverdienen-Videos hochladen. Das beinhaltet Hypes, das beinhaltet natürlich auch realistische Sachen, die langfristig sind und Tipps und Tricks, wie man an Geld kommt im Internet. Da ich aber nicht nur solche Videos machen möchte für euch, sondern etwas Abwechslung reinbringen möchte, auch für mich, für euch, für einfach alle, die diesen Kanal verfolgen, mache ich auch noch weitere Hobbys mit Teil dieses Kanals. Und das beinhaltet einfach, wie man kocht zum Beispiel jetzt beim Angeln, dadurch, dass man viele Grundeln fängt, wie man diese Grundeln noch zubereiten kann, einfach Kochvideos, einfach wie man mit Pflanzen umgeht, was mit Pflanzen los ist, wie man Würmer züchtet, habe ich Videos gemacht, das wird auch ein Teil bleiben. Und diese Sachen möchte ich einfach beibehalten und die sollen einfach ein Teil dieses Kanals sein. Ich sehe einfach so viele Kanäle, die, sagen wir mal, Anführungszeichen, Spaßvideos hochladen oder sinnlose Videos. Die haben zwar zig Millionen Klicks, es ist auch eine Aufmerksamkeit dabei. Man sieht, okay, dieser User macht nur Spaß, macht sinnlose Sachen und hat Millionen von Abonnenten und Millionen Klicks. Ich würde aber gern YouTube mit Videos füllen, wo die Leute Fragen darauf haben, wo sie Antworten bekommen. Es gibt so viele Menschen, die YouTube sinnvoll nutzen möchten, indem sie eine Frage stellen und ein Video darauf auf YouTube finden. Und so möchte ich gern meinen Kanal gestalten. Der User sieht, oh, ich habe Grundeln geangelt, die meisten schmeißen dies in die Büsche, schmeißen sie weg. Kann ich denn diese Grundeln nicht auch irgendwie genießbar machen, dass ich sie schnabulieren kann? Und auf solche Fragen hätte ich gern Videos auf meinem Kanal, wo ich dann hochlade und sinnvolle Antworten dafür geben kann. Leider ist es so, dass man mit solchen Videos jetzt nicht Millionen Abonnenten bekommt. Jeder YouTuber hätte das zwar gern und ich hätte gern auch Millionen Abonnenten, aber sowas wird leider nicht täglich gehypt. Zurück zum Thema Grundeln. Nehmt also jetzt eure Fritteuse, die endlich zum Einsatz kommt. Ob ihr jetzt Öl benutzt oder Fett, ist in dem Sinne wurscht. Ihr nehmt eure Fritteuse, nehmt eure Grundeln und euer Bierteig. Ihr wälzt die Grundeln schön in den Bierteig und gebt sie, nachdem ihr sie schön gewälzt habt im Bierteig, in die Fritteuse. In dem Falle lasst ihr den Korb natürlich schon drinnen und im unteren Bereich. Wenn ihr die Grundeln auf den Korb legt und dann in die Fritteuse gebt, bleiben sie natürlich am Korb kleben. Das wollen wir ja nicht, also geben wir sie so langsam hinein und lassen sie vor sich hin brutzeln. Wenn sie dann goldgelb sind, könnt ihr sie wieder rausholen und sie sind für den Verzehr geeignet. Und nochmal dazu zu sagen, bitte vorsichtig essen, diese Kröten werden nicht beim Frittieren aufgelöst. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß mit eurem frittierten Grundeln. Wenn ihr andere Rezepte habt, postet sie gern mal unten in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal,
Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und ich freue mich auf euer Feedback. Checkt auch die anderen Videos aus und aktiviert unter dem Video die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und hier noch ein paar schöne Eindrücke von den leckeren Gründen. Und tschüss.